Feiger Hundekiller treibt sein Unwesen in Lütjensee. Das liegt bei Hamburg. Der Tierquäler legt seine tückischen Giftköder sogar in abgeschlossenen Vorgärten aus. Im Ort geht die Angst um und die Hundehalter trauen sich mit ihren Tieren kaum noch aus dem Haus. Heinz war ein quirliger Jack Russell-Mischling. Er ist gerade mal 8 Jahre alt, als er einen Giftköder schluckt, der im Garten seiner Besitzerin ausgelegt wurde. Das Schneckenkorn lähmt seine Atmung. Carmen Hansen glaubt zunächst an einen Schlaganfall ihres Hundes. War ich am Telefon und merkte auf einmal, dass Heinz unter meinem Stuhl so rumkratzte, rumwühlte. Und als ich guckte, sah ich, dass er richtige Krämpfe hatte. Und dann bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass er einen Schlaganfall hat und habe ihn sofort geschnappt und bin nach Trittau zum Tierarzt gefahren. Aber zu spät. Heinz stirbt am nächsten Tag an der Vergiftung. Auch die 2-jährige Ilse hat den Köder gefressen, überlebt aber knapp. Seitdem traut sich Carmen Hansen nicht mal mehr, in ihrem eigenen Garten die Mischlingshündin frei laufen zu lassen. Alleine kommt sie gar nicht mehr raus. Und auch abends gar nicht mehr, im Dunkeln nur noch an der Leine, weil dann kann ich ja überhaupt nicht erkennen, was sie tut. Ja, ist die Angst so groß? Ja, ja. Wenn man das durchgemacht hat, ist es echt, ist ein Albtraum, wirklich. Denn der Hundemörder geht noch immer um. Auch in der unmittelbaren Nachbarschaft ist ein Tier an Schneckenkornvergiftung gestorben, sagt Tierärztin Kaya Lohse. Und es war definitiv kein Zufall, denn für den Wind ist das Granulat viel zu schwer. In 2 Jahren haben wir immer wieder Vergiftungsfälle. Jetzt in den letzten 3-4 Wochen waren es relativ viele. Da hatten wir insgesamt 4 bis 5 Patienten. Das ist schon eine sehr hohe Anzahl. Und Heinz könnte nicht das letzte Opfer gewesen sein. Zumal für die feigen Täter die Abschreckung nicht gerade groß ist, weiß Tierrechtsexperte Michael Rocke. Das Tierschutzgesetz sieht tatsächlich Freiheitsstrafen vor, die allerdings nie verhängt werden, weil es überwiegend kaum Täter gibt, die ermittelt werden und schon ganz schwer Wiederholungstäter. Erst wenn es Wiederholungstäter sind, ist der Strafrahmen höher und man kommt überhaupt zu Haftstrafen, ansonsten sind es Geldstrafen. Auch deswegen glaubt Carmen Hansen, dass der Ermittlungsdruck bei den Behörden nicht besonders hoch sei. Sie appelliert daher an alle Hundehalter, jeden einzelnen Vorfall zu melden. Die Leute sollen unbedingt die Sache anzeigen, weil wenn genügend Hinweise da sind, genügend Anzeigen, dann geht es irgendwann an die Staatsanwaltschaft und dann kommt das Ganze auch mal ein bisschen in Gange. Gemeinsam gegen Hundemörder. Damit nicht noch mehr Hunde so enden wie Jack Russell-Mischling Heinz. Auch Andy Engel ist ratlos. Zum Covern ist es zu groß, zum Ausbessern zu schlecht. Der Mund, die Lippen, das Kinn,